Hey Leute, ich bin zurück mit einem neuen YouTube-Video. Ja, man glaubt es kaum, nach so langer Zeit wieder. Aber Opa Santi hat die Polizei mal wieder komplett hops genommen. Ich hoffe, ihr werdet gleich was zum Lachen haben. Und jetzt kurz Eigenwerbung. Ihr habt es alle euch so sehr gewünscht. Ich habe meinen ersten Schülerkalender rausgebracht. Er ist jetzt bestellbar auf Amazon. Der Link ist in der Bio und in den Kommentaren angepinnt. Aber ihr findet dieses Buch auch in jeder Buchhandlung. Hier sind drin Lehrerdisse, Schülerwitze, Ausreden, Kurzgeschichten und so weiter. Aber ja, ihr kennt's. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ach ja, bei 5000 Likes kommt das nächste Video schon nächste Woche. Also schön liken. Wenn wir kommen, gibt es Wodka auch. Wenn wir kommen, bist du Opfer tot. Wenn wir kommen, ist die Party vorbei. Wenn wir kommen... Bitte die Fenster runter. Ich will keine Eier kaufen. Wie bitte? Ich hab gar keine Eier. Ich weiß. Haben Sie einen Clown gefrühstückt? Wo ist Ihr Spiegel? Fragen Sie mich jetzt ernsthaft nach einem Spiegel, um zu sehen, wie hässlich Sie sind? Das ist Beamtenbeleidigung. Das füge ich Ihrer eigentlichen Tat hinzu. Tut mir leid. Ich wollte Sie nicht beleidigen. Ich dachte, das wüssten Sie schon. Wissen Sie, wieso ich Sie eigentlich angehalten habe? Ich würde sagen, weil Batman und Robin Hood sich um die wahren Straftäter kümmern. Haben Sie denn die rote Ampel nicht gesehen? Doch, die Ampel schon, aber Sie nicht. Sie können doch nicht einfach so über Rot fahren, nur weil Sie denken, dass die Polizei Sie nicht sieht. Haben Sie sich das Jammern selbst beigebracht oder waren Sie in einer Akademie? Okay, es reicht. Stellen Sie sofort den Motor ab. Wohin abstellen? Sind Sie schwer von Begriff? Hä? Motor aus! Oh, hat er wohl gebissen? Motor aus! Er hört wohl nur auf mich. Geben Sie mir Ihre Papiere. Was? Papiere? Schere. Was? Schere schlägt Papier. Ich habe gewonnen. Das ist doch nicht normal. Sie sind doch betrunken. Nein, wie kommen Sie drauf? Weil ein nüchterner Mensch doch nicht so sein kann. Als ob Ihr blödes Gequatsche gerade nicht reicht, haben Sie den Verkehr gefährdet, indem Sie über Rot- und Schlangenlinien gefahren sind. Schlangenlinien fahre ich grundsätzlich aus Angst vor Scharfschützen. Ist ein Trauma vom Krieg damals. Ist eine reine Sicherheitsvorkehrung. Ich bitte um Verständnis. Sie sind doch bestimmt damit einverstanden, wenn wir einen Alkoholtest machen. Gerne, sehr gerne. Super. Was können Sie mir denn anbieten? Ich trinke Whisky am liebsten, aber Wodka geht auch. Jim Beam und Body. Richtig mieser Body. Sie springt in den Swimmingpool. Ich f*** sie in der Lobby. Ich geb's ihr. Gib ihr. Halten Sie verdammt nochmal die Klappe. Ich hab Sie gefragt, ob Sie okay damit sind zu blasen. Naja, ich bin heterosexuell. Ich hab das noch nie gemacht. Ich meine das doch nicht so. Sie sollen pusten. Ach so, ja, kein Problem. Wo haben Sie denn Aua? Nehmen Sie mich auf den Arm? Was? Ich soll Sie in den Arm nehmen? So schlimm ist es? Sie sollen in das verdammte Gerät pusten, damit ich sehen kann, wie viel Promille Sie haben. Ich verstehe die Frage nicht. Das war keine Frage. Gottverdammt, steigen Sie aus. Ich nehme mir hier noch Ihre Papiere. Ihr TÜV ist abgelaufen. Ist Ihnen das bewusst? Ja, naja, solange das Auto fährt. Haben Sie mal Ihr Auto angeschaut? Es zerfällt in Einzelteile. Schauen Sie sich nur mal die Reifen an. Die sind abgefahren. Danke, aber Ihr Outfit ist auch abgefahren. Eine 10 von 10. Und Ihr Blaulicht fetzt auch ganz schön. Gibt es überhaupt etwas, was Sie richtig verstehen? Dieses Auto ist nicht verkehrstauglich. Das denken Sie, aber klappen Sie einmal die Rücksitzbank nach hinten. Da können Sie sich bewegen, wie Sie wollen. Ich verkehre da wie kein anderer. Die Stoßstange von meinem Auto mag vielleicht kaputt sein, aber meine Stoßstange ist noch in voller Bereitschaft. Okay, Sie kommen jetzt mit mir aufs Revier. Halt, das ist doch nicht nötig. Ich war selbst mal bei der Polizei. Was? Sie waren mal bei der Polizei? Wo denn? In der Ausnüchterungszelle. Okay, es reicht. Sie gehen jetzt mit mir mit. Halt, warten Sie. Ich hab was für Sie. Hier, bitte. Was ist das? Eine, du kommst aus dem Gefängnis frei. Monopoly-Karte. Hey, lass die Fenster auf. Steigen Sie wieder aus. Hey, bleiben Sie hier. Fahren Sie nicht weg. Ihr Schweine kriegt mich nie. Oh, passen Sie auf. Das war so cool! Nochmal!